Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von Dead Space. Ich bin's, euer Shark, und ihr seht Isaac Clarke. So, beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen doof bei der Zentrifuge angestellt. Das heißt wir, ich. Und ich weiß mal wieder nicht, was ich jetzt machen muss. Warte mal, da steht noch hier. Zünde die Antriebe manuell. Okay. Kriegen wir hin. Auf dich. So, Plasma Cutter ist immer noch alle. Matsch. Okay, wir laufen. Umsonst, denn keine Energie. Ich kann mir schon denken, was ich machen muss. Wir verlangsamen mal eben den Propeller hier, den Lüfter. Biegen hier durch und sind, hoffe ich, am richtigen Platz angekommen. Ja. Mal eben die Energie umleiten hier hin. Oh, Kundschaft schon wieder. Ey. Bleib mal locker, ja. So, nochmal bitte. Verlangsam. Okay, jetzt können wir hier durch. Ja, wenn ich Teil 2 nochmal spielen soll, sag bitte Bescheid. Schreibt das in die Kommentare. Boah, ist das laut. Nochmal, wenn ihr Teil 2 sehen wollt, wenn ich dieses Remake durch habe, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wie ich finde, auch ein sehr netter Teil, und ich habe ja auch Gerüchte gelesen, dass davon auch ein Remake entstehen soll. Das wäre richtig geil. Ich bin gespannt. Obwohl es ein bisschen actionlastiger ist, ist es halt immer noch ein guter Teil. Auch Teil 3 ist nicht verkehrt, nur ist es halt wirklich viel actionlastiger als das hier. Aber ein geiler Koop-Modus, wie ich schon mal gesagt habe. Was haben wir eigentlich für eine Waffe gekriegt hier? Flammenwerfer. Joa. Den nehmen wir doch mal direkt. Directly. Da grunzt auch was. Oder war ich das etwa? Wie Steve Urkel immer zu sagen pflegte. War ich das etwa? Ach, überall Geschwüre. Das ist direkt eine Klatsche hier. Die Schnauze. Das Menschliche ist schon lange weg. So, Brennstoff für Flammenwerfer. Da müssen wir hin. Da gehen wir aber nicht hin, wie immer. Gehen wir einmal den anderen Weg. Tja, hat jetzt nicht so viel gebracht. Da müssen wir runter. Gucken wir mal eben hier rein. Audiolog. Logbuch des Maschinenraums. Mein letzter Eintrag. Wir stempeln. Ich kann niemanden über Ricklink erreichen. Mein Team ist weg. Ich habe das Genesemodul gefunden, mit dem die Zentrifuge zerstört wurde. Ausgebrannt. Wer würde die Ishimura zu einem solchen Zeitpunkt sabotieren? Ich melde mich auf der Brücke, falls noch jemand da ist. Und dann suche ich Elizabeth. Hier runterkommen.
Ja. Dann such mal Elizabeth. Elizabeth. Credits. Lass mich raten, 400. Jawohl. Plasma-Cutter. Jawohl. Ja, wir sollten mal die anderen Waffen upgraden das nächste Mal. Plasma-Cutter-Munition ist nicht mehr so häufig. Obwohl ich das immer noch einer der besten Waffen im Dead Space-Universum finde. Ich habe bei Teil 2 tatsächlich komplett einmal früher mit Plasma-Cutter durchgespielt. Aber da war das Upgrade-System auch noch ein bisschen anders als hier. Ein bisschen flexibler, würde ich sagen. Deswegen, sagt Bescheid, wenn ich es spielen soll. So, hier Grundwasser. Okay. Wir gehen weiter. Da. Geschwür. Sie nannten ihn Geschwür, denn keiner wollte ihn haben. Boah, die habe ich ja ganz vergessen. Ist weg. Seid ihr weg, wollte ich sagen. Okay. Ripper-Klingen kann ich jetzt herstellen. Ja, die hat's auch hinter sich, oder? Er? Die. Ich würde sagen, die. Ist egal, treten wir drauf. Ein Tritt zerteilt. Freigabe bestätigt. Jawohl. Plasma-Cutter spare ich noch ein bisschen, glaube ich. Ich werde mal einen Flammenwerfer testen. Oh. Burn, Baby. Burn. Ey, es ist Sascha Mittwoch für dich. Okay, da müssen wir runter. Das Geschwür in Person. Was ist das für Töne? Ach so. Ach so, da müssen wir auch noch durch. Aber ich habe ja hier eine Tür geöffnet gerade. Oder einen Durchgang. Ja. Der ist wenig berauschend. Haben wir hier noch Geschwüre? Da. Dann machen wir auch alles direkt weg hier. So, das ist Vorratsraum. So, noch ein Geschwür. Nee. Anscheinend nicht. Goldhalbleiter. Da ist noch so ein Halblebender. Klatsche gibt's. Ey! Schlag mich nicht mit deinen Darmtentakeln, bitte. So, einmal durch. Bitte. Danke. Boah, ey. Den habe ich echt zu spät gesehen jetzt. Aber wie ich schon sagte, der Schrecken lässt nach mit der Zeit.
Aber ist ja auch okay. Da kommen die Wichser. Die kleinen Wichser wieder. Und hier liegen nur eine Mine dahin. Geh weiter, geh weiter. Warum explodiert diese fucking Mine nicht? I don't know. Gut, diese Dinger sollte ich auch öfter benutzen. So, dann speichern wir, glaube ich, mal eben schnell. Ich mache einen neuen. Ach so, dadurch. Kontrollraum. Naja, ich glaube, da müssen wir gleich hin. Wir müssen erstmal, glaube ich, den Kurs korrigieren. Was seid ihr denn alle so touchy? Aus Versehen benutzt. Die waren alle in Zeitlupe. Platz. Oh. Das stimmt immer, wenn dieses komische Geigengeräusch kommt, dann kommen diese Wichser. Diese kleinen Maden. Nein, sehen aus wie Fledermäuse so. Oder sowas. Ist das ein Fehler? Nee, das sieht aus wie so Babyküken mit einem Tentakelkopf. Tja, was hat sich der Grafikdesigner dabei gedacht? Wollte er uns etwas mitteilen? Ist er vielleicht vegan? Oder hat er was gegen Veganer? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall jedem das Seine. Leben und leben lassen. Hat bis jetzt immer am besten funktioniert. So, genau, den Ripper, den könnte ich auch mal benutzen. Warnung, Stromausfall im Triebwerk. Ja, ich weiß, aber ich muss looten. Credits. Das Ding, das müssen wir, glaube ich, mitnehmen gleich. Hundert! Hätten sie sich auch schenken können. Ah, komm, ich nehme dich direkt mit. Die Sicherung, die brauchen wir, glaube ich. Da hinten. Irgendwo. Wenn wir die andere Seite hochgehen. Klong. Hier liegen. Ne, tatsächlich nicht. Schemata, Flammenwerfer, Brennstoff.
Fehlfunktion. Ja, doch. Dann brauche ich die Sicherung an einer anderen Stelle. Hier. Aber das Ding ist nicht auf. Kriege ich das auf? Ich muss hoch. Ja, okay. Das Wegfindungssystem hat mich jetzt nicht so überzeugt. Wie kriege ich denn das Ding jetzt hier auf? Von hinten? Nee. Ah ja, hier. Ich war einfach nur auf der falschen Seite. Auf der falschen Seite der Macht. Stromausfall im Triebwerk. So, jetzt kommt bestimmt Kundschaft. Ja. Ja, du auch noch. In the ring of fire. Hat's mich doch nicht an, ey. Ich muss hoch, sonst kommen immer wieder welche. Scheiße, scheiße, scheiße. Da war noch mehr, oder? Ich meine, ich habe drei gesehen. Ja. Ihr schreit noch was. Excuse me. Da hilft nur ein Tritt. Triebwerke bereit. Bitte Zündung bestätigen. Schnell nachladen. Und die Zündung bestätigen. Danke. Triebwerke gezündet. Und schnell raus hier. Ich glaube, jetzt wird's hot. Hot in hier. Boah, das sieht das gut aus. Sieht das gut aus. So, schnell Sauerstoff. Es ist geschafft. Die Shimura bewegt sich. Hätte jemand die Triebwerke ganz gelassen, hätten wir uns das sparen können. Du hast uns genügend Zeit verschafft. Der Autopilot fliegt uns in eine geostationäre Umlaufbahn. Warte, du fliegst uns durch die Abbautrümmer? Dafür haben wir das Asteroidenabwehrsystem. Aber das AAS ist offline. Ich habe die Systemanzeigen hier. Armand,
Die Ishimura ist ganz schön ramponiert. Es fehlt nicht mehr viel und sie ist hinüber. Scheiße. Daniels, gib mir alle Daten, die du hast. Ich versuche, den Kurs anzupassen. Deaktiviere die Abriegelung der Monorail im Maschinenraum. Ich öffne die Brückenstation. Wir treffen uns dort und arbeiten zusammen. Okay, dann treffen wir uns dort. Kurz speichern. Ja. Mal drüber bügeln. So, dann würde ich sagen, das war Folge 10 von Dead Space. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr den zweiten sehen wollt, wenn ich das hier durch habe, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Shark. Ciao, ciao.